übernimmt Tim Meltzer, 48, jetzt die Rolle seines Kochkollegen. Ein Jahr war Stefan Hensler, 46, bei Schlag den Hensler zu sehen, bis er im vergangenen Herbst seinen Ausstieg aus der Pro7-Show verkündete. Seitdem treten wieder abwechselnd prominente Kandidaten gegeneinander an. In der nächsten Ausgabe von Schlag den Star werden sich nun TV-Koch Tim und Sängel Sascha, 47, duellieren. Ob Tim daraufhin in die Fußstapfen von Steffen treten wird. Elton, 47, verriet seine Meinung dazu Promiflash exklusiv. Der 47-Jährige muss es schließlich wissen, immerhin moderierte er bereits beide Formate, sowohl Schlag den Hensler als auch Schlag den Star. Beim Deutschen Filmpreis verriet er, nur, weil beide kochen und weil beide sehr ehrgeizig sind, glaube ich nicht, dass man die beiden miteinander vergleichen kann. Jeder ist anders und das ist auch gut so. Über die Teilnahme des 47-Jährigen freut sich der TV-Host ganz besonders. Tim ist nämlich HSV-Fan, Elton selbst ST. Pauli-Anhänger. Das wird für einige Emotionen sorgen, meinte Elton. Zu weiteren Prophezeiungen ließ er sich allerdings nicht hinreißen. Der Comedian verriet jedoch noch, dass sowohl Tim als auch Sascha bereits topfit seien. Das kann wirklich eine ganz interessante Partie werden, freut sich der Moderator auf die Sendung. Am 9. Februar entscheidet sich, wer von den beiden Herren den Fight gewinnt und 100.000 Euro Absamt.